Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, und zwar geht Seven vs. Wild in eine dritte Staffel. Und es haben sich dazu ein wenig die Bedingungen geändert, denn das Ganze wird jetzt im Team stattfinden, das heißt immer zwei Personen zusammen. Es geht jetzt über 14 Tage und nicht mehr über 7. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, dass jedes Team eine so eine Flasche mitnehmen darf. Das heißt, eine Flasche muss für zwei Personen für 14 Tage ausreichen. Und ich habe mir einfach mal Gedanken darüber gemacht, was habe ich an Equipment hier, was ich in diese Flasche reinpacken würde. Und genau das möchte ich euch heute einmal vorstellen. Ich hoffe, mein 3D-Drucker, der stört nicht allzu sehr, der läuft jetzt gerade im Hintergrund. Auch dazu wird es in der nächsten Zeit mal ein Video geben. Aber heute geht es halt um dieses Survival in a Bottle. Viel Spaß beim heutigen Film. So, ihr seht es hier, die Flasche hat bezeichnet 1000 Milliliter. Insgesamt sind es etwa 1100 Milliliter, weil man ja den Raum hier oben ebenfalls füllen kann. Und mal schauen, ob ihr das gut sehen könnt. Aber man hat hier sehr viele freie Räume. Das ist einfach bedingt durch die Artikel, die da drin sind, dass halt immer wieder Bereiche sind, die man nicht füllen kann. Und dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar habe ich ja von meiner Alpenrundreise diese Notnahrung hier getestet gehabt. Also das ist jetzt nur beispielhaft irgendeine. Ihr könnt auch jede andere verwenden. Und die würde ich in kleine Bröckchen zerkleinern und damit halt diese Luftflächen hier füllen. Also jetzt nicht als Pulver klein gemahlen, sondern wirklich als kleine Stücke würde ich damit diese Flasche bis oben hin füllen, dass halt möglichst wenig Luftraum hier in der Flasche drin ist. Ganz einfach aus dem Grund, man hat am ersten oder an den ersten beiden Tagen nicht direkt diese Notessen finden zu müssen, sondern man kann erstmal hier drauf zurückgreifen. Das verschafft einem vielleicht ein bisschen Ruhe und man kann die ganze Sache etwas entspannter angehen. Aber natürlich reicht das jetzt nicht für 14 Tage. Ich denke, wenn man sich anstrengt, bekommt man etwa ja, so 5, 6 Riegel hier rein. Also das heißt ein Paket und nochmal ein halbes. Das reicht für eine Person also locker anderthalb Tage. Aber die beiden im Team müssen sich ja diese Flasche teilen. Das heißt, man kann auf jeden Fall einen Tag damit überstehen, man muss sich aber etwas einschränken und man wird auch mit Hunger aus der ganzen Sache rausgehen. Aber wie gesagt, es ist ja nur für den Übergang, dass man etwas entspannter an die ganze Sache rangehen kann. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Inhalt. Und das Ganze wird jetzt etwas spannend werden, weil ich habe das jetzt natürlich alles hier reingestopft und bin mal gespannt, ob das alles auch wieder so leicht herauszuholen ist. Und zwar haben wir hier jetzt als erstes Paracord. Das sind 2 mal 3 Meter. Und ich habe mich für fluoreszierendes Paracord entschieden. Ganz einfach aus dem Grund, es hat eine Leuchtkraft. Jetzt nicht die ganze Nacht durch, aber wenn es dunkel wird, leuchtet es eine Zeit lang nach. Und man kann sich daran orientieren. Oder man kann halt zum Beispiel wichtige Gegenstände damit einwickeln, dass man die nicht verliert, beziehungsweise in der Nacht wiederfindet. Ich weiß, bei Seven vs. Wild ist es so, die haben eine Kamera dabei und auch Taschenlampe. Aber trotzdem, ich habe mir gedacht, wenn ich Paracord mitnehme, kann ich auch gleich das hier mitnehmen. Das erfüllt seinen Zweck genauso wie normales Paracord, nur dass es obendrein noch leuchtet. Dann, was natürlich nicht fehlen darf, ein Victorinox. Bei der Größe könnte man auch ein feststehendes Messer mit reinpacken, wie beispielsweise mein Gerber. Das ist sehr schmal, das hätte also ebenfalls gut Platz darin gehabt, aber es ist halt in dem Sinne nur ein Messer. Man kann leider nichts anderes damit machen. Und hier habe ich ja so ein kleines Multitool. Ich habe hier eine kleine Pinzette, ich habe einen Zahnstocher, ich habe eine Schere, ich habe eine Feile. Das sind halt die notwendigsten Sachen. Eine kleine Säge. Und das sind halt kleine Tools, die mir vielleicht helfen werden. Denn in den ersten beiden Staffeln hat man ja schon gesehen, dass man gar nicht so sehr auf ein großes Messer angewiesen ist, außer vielleicht zum Feuer machen. Und das kriegt man hiermit ebenfalls hin, eben weil eine Säge dabei ist. In der zweiten Staffel war es auch so, dass man unheimlich viel Müll gefunden hat. Das wird bei der dritten Staffel wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, eben weil man in Kanada und Alaska unterwegs ist, also in einem der beiden Kontinente, der beiden Staaten. Und da wird man halt nicht so viel Müll finden. Das heißt, man sollte sich wirklich möglichst vorbereiten. Hier habe ich einfach eine Mülltüte.
Und zwar hatte ich es ja vorhin erklärt, dass ich hier diese Notnahrung reinfüllen möchte. Und wenn man jetzt die Tools rausholt, dann würde die ganze Nahrung ja zu Boden fallen und im Dreck landen. Hier habe ich deshalb einen kleinen Müllbeutel. Das heißt, ich kann die Nahrung erstmal hier reinfüllen. Und später, wenn die Nahrung aufgebraucht ist, also am Tag 3 oder vielleicht auch 4, je nachdem, wie man sich das einteilt, hat man einen großen Beutel dabei, wo man Wasser mit transportieren kann. Und natürlich kann man den auch für andere Sachen verwenden, beispielsweise als Regenponcho oder was weiß ich. Jetzt wird das Ganze schon etwas schwieriger hier rauszuholen. Als nächstes haben wir hier diese kleine Blechdose. Ich hatte es gerade gesagt, das sind 2x3 Meter. Wenn man sich jetzt damit einen Tarp spannen will, wird das Ganze schon herausfordernd. Aber ich habe hier ein kleines Angelset. Und ihr seht es hier, das sind ungefähr 20 Meter Nylonschnur. Plus natürlich verschiedene Gewichte, Schwimmer. Hier ist noch etwas mehr Nylonschnur. Das ist halt tatsächlich zum Angeln gedacht. Damit könnte man aber auch zum Beispiel einen Tarp abspannen etc. Dann habe ich hier Magnete drin, Büroklammern. Ich habe einfach den leeren Raum noch gefüllt, der zur Verfügung stand. Und das dient natürlich in erster Linie dazu, Essen zu besorgen. So, weiter im Text. Dann habe ich dabei, was mit Sicherheit auch nicht schadet, Klebeband, um vielleicht kleine Sachen fixieren zu können, verbinden zu können. Das dürften auch ungefähr so 8 bis 10 Meter sein. Ich habe es nicht genau gemessen, weil ich es einfach auf so eine Papprolle aufgewickelt habe. Aber Klebeband kann man immer gebrauchen. Dann habe ich dabei ein Feuerzeug. Jetzt werden natürlich viele sagen, warum ein Feuerzeug anstatt eines Feuerstahls? Gut, in der ersten Staffel von Seven vs. Wild hat man gesehen, dass ein Feuerzeug ebenso effektiv ist. Aber ich habe natürlich auch hier einen Feuerstahl dabei. Beziehungsweise hier auf der Seite ist ein Brandbeschleuniger. Das bedeutet, man schabt erst etwas von diesem Material ab und kann das dann hiermit entzünden. Das Material hier auf der Seite, das brennt unglaublich heiß. Ich glaube gelesen zu haben bis 1200 Grad oder irgendwie sowas. Das heißt, wenn man hiermit kein Feuer anbekommt, dann ist es schon schwierig, generell überhaupt ein Feuer zu entzünden. Dann habe ich dabei ein zweites Werkzeug, und zwar ebenfalls von Victorinox, ausgestattet mit einer Zange, die halt gute Dienste leisten kann. Es ist eine Wellenschliffklinge dabei, es ist eine gerade Klinge dabei, natürlich auch hier eine Säge und eine Zange, plus die kleineren Tools, die wahrscheinlich nicht so sehr eine Rolle spielen werden. Aber ich habe mir gedacht, es sind zwei Leute. Ich habe hier ein kleineres Multitool, hier ein größeres Multitool. Es können also zwei Leute gleichzeitig arbeiten. Was natürlich ebenfalls wichtig ist, ist Trinkwasser. Und ich hatte zuerst vor, mir den Life Straw hier reinzupacken. Aber dieser ist tatsächlich um etwa 2 cm zu groß. Das bedeutet, man muss auf einen anderen Wasserfilter ausweichen. Aber ich meine, wer den Sawyer Mini kennt, der weiß, der ist unheimlich gut. Also über Jahre hinweg war das sogar einer der besten, den man finden konnte. Vielleicht zusammen mit einem Katadin. Aber der hat eine ordentliche Größe. Hier ist noch so ein kleiner Schlauch dabei. Das heißt, der wird hier drauf gestöpselt und man kann direkt aus der Wasserquelle trinken. Finde ich hervorragend. Dann habe ich noch dabei eine Rettungsdecke. Jeder Teilnehmer hat zwar einen Schlafsack dabei. Falls man in eine Notsituation aufkommt, kann man sich zwar aneinander kuscheln und sich gegenseitig wärmen, aber im allerschlimmsten Fall habe ich mir gedacht, habe ich halt eine Rettungsdecke dabei. Und das Coole ist, die ist 1,60 m x 2,10 m. Das heißt, man könnte sich sogar für den ersten Tag oder für die ersten zwei Tage ein kleines Tarp daraus bilden, was wirklich hundertprozentig wasserdicht ist, was sich an den Enden gut verknoten lässt, beispielsweise mit der Nylonschnur. Und man hätte sich damit einen Unterschlupf gebaut und das wirklich rasend schnell, ohne sich großartig Gedanken machen zu müssen. Die letzten beiden Tools, die ich dabei habe, ist eine etwas größere Pinzette. Wer halt Staffel 2 gesehen hat und Sabrina, der weiß, eine Pinzette kann echt Gold wert sein. Und sie nimmt halt kaum Platz weg, deswegen habe ich sie reingetan. Und halt zusätzlich noch einen kleinen Nagelschneider von Victorinox. Der erfüllt ebenfalls gute Dienste. Und wenn man sich das Nagelbett eingerissen hat beispielsweise, dann kann man sich damit auf jeden Fall behelfen. Und natürlich die 1-Liter Flasche, die ebenfalls dabei ist, zusammen mit der Notnahrung, die ich ja am Anfang schon beschrieben hatte, hat man also ein ziemlich cooles Set zusammengestellt. Natürlich könnte man bei manchen Gegenständen auf andere Gegenstände ausweichen, die wahrscheinlich etwas besser sind. Das waren halt jetzt die Artikel, die ich hier
vorrätig habe, ohne halt großartig etwas Neues kaufen zu müssen. Aber wir haben den Bereich Abspannen oder Reparieren abgedeckt. Wir haben hier die Möglichkeit, Wasser zu sammeln, natürlich zusammen mit der Flasche oder auch einfach als Regenponcho zu verwenden etc. Gut, ist halt nur ein Beutel, heißt eine Person. Eventuell packt man sich davon einen zweiten ein. Wir haben zwei Werkzeuge, mit denen man schnitzen kann, mit denen man sägen kann. Denn an beiden Werkzeugen ist ein Messer dran, an beiden Werkzeugen ist eine Feile dran und eine Säge. Hier haben wir eine große Zange dabei. Ich finde, dass das deckt schon einen sehr großen Aufgabenbereich ab. Gut, hier haben wir noch Pinzette, Nagelknipser. Wir haben hier die Möglichkeit, etwas Futter zu fangen, wenn man auf Fische gehen möchte. Eventuell kann man sich aber auch Fallen bauen. Auch dafür wäre ja vielleicht die Angelschnur ganz hilfreich. Wir haben die Rettungsdecke, die uns zumindest vorübergehend als Tarp dienen könnte oder eben auch, wenn es wirklich mal richtig, richtig bitter kalt werden sollte. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz cooles Set, was halt in diese 1-Liter Flasche hineinpasst. Ich bin gespannt, was andere reinpacken werden oder auch was die Teilnehmer reinpacken werden. Ob ich jetzt damit 14 Tage überstehen könnte, weiß ich nicht. Ich habe versucht, möglichst viele Bereiche abzudecken. Man kann Feuer machen. Natürlich wird das kein Kinderspiel werden. 14 Tage ist schon knackig, vor allen Dingen mit diesem kleinen Equipment, was man dabei hat. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal in eine Notsituation gerät, dann wird man auch nicht viel mehr dabei haben. Gerade hier in Deutschland wissen wir, dass Messer sehr schwierig mitzuführen sind. Das wären jetzt zwei Tools, die könnte man tatsächlich in der Tasche dabei haben. Etwas Klebeband habe ich tatsächlich auch immer dabei. Ein Feuerzeug habe ich jetzt als Nichtraucher zwar nicht dabei, kann man sich aber in die Tasche reinschmeißen. Paracord fällt jetzt auch nicht ins Gewicht. Gut, Angelschnur und Angelhaken wird man wahrscheinlich auch nicht regelmäßig dabei haben. Aber ich sag mal so, ihr wisst, in der Vergangenheit habe ich sehr viele Taschen zusammengestellt, also kleine EDCs, wo ich immer wieder verschiedene Sachen reingepackt habe. Und das war jetzt halt eine ganz neue Herausforderung, eben aufgrund der Form von der Flasche, von der Länge der Flasche, dass halt nicht alles reinpasst, so wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Und natürlich durch die kleine Öffnung, die wir hier oben haben. Also auch da war es nicht ganz so einfach, das reinzufüllen, wie ich mir das vorgestellt habe. Insgesamt glaube ich aber, dass das eine ganz coole Zusammenstellung geworden ist, mit der man ein paar Tage überstehen kann. Und wie gesagt, ich bin richtig, richtig gespannt, was die anderen Teilnehmer mitnehmen werden, beziehungsweise was andere YouTuber vorschlagen werden, was sie in diese Flasche reinpacken. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.